Willkommen zurück. Heute geht es ums Zeichnen einer Königin, ums Umweiseln eines Volkes und um die Frage, ob wir ein drittes Volk haben retten können. Vielleicht sollte ich mal ein Video nur zum Thema Zeichnen von Königen machen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Aber ich habe da viel von Mike Palmer gelernt und von Dr. Liebig, die beide im Grunde genommen das Gleiche sagen, nämlich die Königin fest man am besten bei den Flügeln an. Und selbst an dem Tag, wo ich ziemlich tattrige Hände hatte, war das ohne Probleme möglich, die Königin freihand zu zeichnen, wenn man eben nur weiß, wie es geht. Und das ist, weiß Gott, keine Raketentechnik. In einem der vorangegangenen Videos hatte ich eine Königin in einem Mini-Plus mitgenommen, um damit ein anderes Volk umzuweiseln. Und das hier ist genau dieses Volk, was ich umweiseln möchte. Auch das Volk habe ich schon mal gezeigt. Sehr unruhig, ausgesprochen nervig. Muss was passieren und passiert jetzt. Und jetzt im ersten Versuch bin ich daran gescheitert, die Königin zu finden. Und so braucht es einen weiteren Versuch. Ich war ehrlich gesagt froh, die neue Königin in einem Mini-Plus mitgenommen zu haben, weil das extrem viel Druck rausnimmt, die alte Königin finden zu müssen. Beim ersten Versuch am ersten Tag hat das nicht geklappt und jetzt, einen Tag später, beim zweiten Versuch wird das anders ausgehen, aber in der Zwischenzeit musste ich mir keine Gedanken um die neue Königin machen. Die war einfach sicher, warm und trocken in dem Mini-Plus aufgehoben. Und jetzt vielleicht interessant, die Königin werde ich gleich finden. Und zwar just auf der Wabe, die ich tags zuvor als Erweiterung des Brutnestes gegeben habe. Und jetzt schaue ich gleich, jetzt finde ich die Königin nicht, jetzt schaue ich von oben an dem Bienenteppich entlang und da guckt der dicke Popo von der Königin raus. Deswegen finde ich die jetzt auch in dem Moment. Und der Imker züchtet immer mit dem Daumen. Klingt harsch. Ist aber so. Und die neue Königin werde ich jetzt nicht einfach reinlaufen lassen, sondern da behelfe ich mir mit einer Bienenflucht, wo ein Einsatz fehlt. Es entsteht also ein Spundloch. Das Spundloch setze ich über das alte Brutnest. Darauf kommt das Mini-Plus ohne Boden. Darüber eine Leerzarge und das Ganze wird abgeschlossen mit dem umgedrehten Deckel. Das schließt dann sauber ab. Das ist eine Langschrot-Zweidrittelzarge, die passt darauf. Und jetzt schützt das Mini-Plus die neue Königin vor ihrem neuen Volk erstmal und so kann man sich langsam aneinander gewöhnen. Ein Rückblick in den Februar. Da geht es um das Volk, das so schwach war, dass ich es einfach mal versuchen wollte, durch Aufsetzen auf ein starkes Volk zu retten. Und ich zeige diese Aufnahmen nochmal aus Ende Februar, um zu sehen, wie das Brutnest dort aussah, beziehungsweise wie es eben nicht aussah. Man kann ja Zweifel haben, ob da überhaupt irgendwo Brut vorhanden ist, aber da war tatsächlich Brut vorhanden. Sie war etwa zweimal jeweils ein Handteller groß. Ein bisschen davon war auch verdeckelt, aber das sollte eben ein Experiment sein und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an, dieses Experimentes.
Also was natürlich sofort auffällt, ist der Bienenbesatz. Da sind jetzt viel mehr Bienen, die die Waben besetzen. Und das sind so viele Bienen, dass ich jetzt am Randbereich des Schiedes, also außerhalb des Brutbereichs, einfach mal nachgucke, ob die Königin möglicherweise da schon auch was gelegt hat. War jetzt ein bisschen optimistisch, hat sie nicht gemacht. Wenig überraschend letztlich. Aber jetzt im Schiedbereich selber werden wir gleich ein ganz anderes Bild vorfinden als noch 4 Wochen zuvor. Um das vorwegzunehmen, alle 3 Brutwaben sehen in etwa identisch aus. Ich werde jetzt gleich nochmal mit dem Stockmeißel zeigen, in welchem Radius rund um die verdeckelte Brut noch offene Brut zu finden ist. Das gilt für alle 3 Brutwaben in nahezu identischem Umfang. Diese Wabe war vor 4 Wochen noch gar nicht bebrütet, insofern recht erstaunlich, wie viel Brut da jetzt bereits verdeckelt vorhanden ist. Und das sieht jetzt im weiteren Verlauf so vielversprechend aus, dass ich dann letztlich mich dazu entscheide, das Experiment auch zu beenden, diese Rettungsaktion zu beenden und dieses Volk abzunehmen und in einen Ablegerkasten zu stecken. Ich habe die dann mitgenommen auf einen anderen Stand außerhalb des Flugradiuses. Da werden die jetzt 2-3 Wochen bleiben, bevor die zurückkommen, weil ich von dem Standardprozedere, wie es beispielsweise der Liebig propagiert, nämlich das schwache, einst schwache Volk und das starke Volk in ihren Positionen zu tauschen, dass dann das ehemals schwache Volk die Flugbienen vom starken Volk erhält, das möchte ich nicht. Ich finde, die haben jetzt genug Bienen und ich muss das starke Volk nicht noch weiter schröpfen. Und wir werden gleich auch noch einen Blick auf das Spendervolk, auf das Rettervolk werfen. Aber letztlich scheint das Experiment in diesem konkreten Fall gut gegangen zu sein. Wir werden auch gleich nochmal die Königin sehen, die ist hinreichend groß, die sieht gut aus, gibt es nichts dran zu mosern. Inwiefern dieses Volk noch einen wirtschaftlichen Nutzen haben wird, in dem Sinne, dass ich damit Honig machen kann, weiß ich jetzt noch nicht. Die werde ich eher dazu verwenden, Bienen und Brut zu machen für die Königinvermehrung. Werfen wir also zum Abschluss nochmal einen Blick auf das Spendervolk, auf
das Rettervolk, um es mal etwas pathetisch auszudrücken. Das Volk ist immer noch sehr stark an Bienen. Da ist nicht viel verloren gegangen. Was jetzt auffällt, das mag vielleicht daran liegen, an der Rettungsaktion und an der Abgabe von Bienen oder auch eben nicht, dass von den 5 Waben, die ich gegeben habe, zwischen den Thermoschienen lediglich 4 besetzt sind. Die 5. Wabe ist nicht bebrütet, die ist noch gänzlich unangetastet. Aber die anderen Brutwaben sehen eben so aus wie diese da. Das ist jetzt also nichts, wo erkennbar wäre, dass das dem Spendervolk in irgendeiner Weise offensichtlich geschadet hätte. Die Kiste wird immer noch sehr gut besetzt sein, wenn diese Brut da jetzt schlüpft. Ich habe auch einen kurzen Moment drüber nachgedacht, ob möglicherweise die Königin unten verlustig gegangen ist. Kann ja sein, dass das Volk sich entschieden hat, sie möchten lieber mit der oben sitzenden Königin gehen und die unten sitzende Königin dann entsorgen. Aber diese Sorge war vollkommen unbegründet. Die Königin unten war noch da, die sah gut aus, hat man auch gesehen, die hat in den 4 Wochen nicht geschlafen, hat ein großes Brutnest angelegt. Also letztendlich, was man Stand jetzt sagen kann, war dieses Experiment auch für das Spendervolk unproblematisch.